sehr festlich fängt es an. Mit einer französischen Ouvertüre, mit diesen typischen Pam, Param, Parim akzentuierten Melodien drin, mit dem Rhythmus. Aber auch mit ganz vielen Schnörkel und Girlanden. Und er nutzt also alles mit Triller. Und da hat man wirklich das Gefühl, dass man da richtig mit dabei ist. Die Besetzung ist außergewöhnlich. Tut auch ein bisschen daran denken an die erste Orchestersuite, wo eleganter ist, eleganter, kleiner gehalten ist. Aber BBV 119, da zieht er wirklich alle Register. Was mich fasziniert hat, ist, dass der Johann Sebastian Bach für die Ratswahlkantate die Ouvertüre nochmal neu komponiert hat. Also er hätte sich das Licht können machen und hätte die erste Orchestersuite können nehmen, weil es gibt zum Teil sogar ganze Takte, die identisch sind mit der Orchestersuite, die man kennt. Er war sich da nicht schlecht gewesen, sondern er hat da wollte ganz seine Visitenkarte zeigen, indem er ein ganz neues Werk hat komponiert. Johann Sebastian Bach, als er nach Leipzig kam, hat er sehr schnell auch die Fachleute aufgeboten, zum Instrument zu bauen. Eines der vielleicht komischsten Instrumente und vorher noch nicht bekannt war, das ist die Oboe da Caccia. Johann Sebastian Bach hat das Instrument bauen von Eichentopf. Das ist ein Instrumentenbauer, der in der Stadt Leipzig gewohnt hat. Und mit ihm hat er überlegt und hat ein Instrument auch sicherlich konzipieren lassen, das in einer tieferen Tonlage konnte, mitwirken mit dem Sänger, auch eine besondere Farbe erzeugen. Und da in dieser Kantate ist es so, dass zum Beispiel in der dritten Arie, wo so eine wunderbare Ruhe und eine Zufriedenheit und eine Geborgenheit dargestellt wird, da hat jetzt der Johann Sebastian Bach möglicherweise eines der ersten Stücke komponiert, wo zwei Oboe da Caccia, begleitet von einem Continuo, Fagotti in unserem Fall, und Orgel und Cembalo, eine wunderschöne Tenorarie auf Papier bringen. Der Tenor, es kommt einem fast ein bisschen so vor, als könnte der von den Instrumenten, wo eben auch besonders durch die Neuigkeit von dem Klang auch den Zuhörer gefangen nimmt. Und der Tenor ist so begeistert, dass er gar nicht warten kann, bis sein Einsatz effektiv kommt. Also das Anfangsritornell wird gar nicht zu Ende geführt. Kommt dann eigentlich früher schon mit seinem Text. Und ich finde es besonders, dass das Instrument da jetzt die Möglichkeit hat, zum Ausdruck zu bringen, wie die Geborgenheit sich anfühlt. Es ist fast ein bisschen wie ein einfaches Kinderlied, könnte man sagen. Es strahlt eine Einfachheit aus und eben auch einen besonderen Klang. Das Instrument kann man eigentlich fast nicht anders spielen, als ich es jetzt mache. Den Becher so zwischen die Beine klemmen. Das bedingt, dass der Ton auch eine spezielle Weichheit gewinnt. Und wieso das krumm ist? Also sicherlich ist es ein bisschen handlicher, glaube ich. Die Krümmung, die lässt die Finger ein bisschen bequemer auf dem Instrument bewegen. Wenn man sich vorstellt, dass das Instrument eventuell, was nicht bewiesen ist, zum Jagen gebraucht worden ist, darum heisst es Oboe da Caccia, dann könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht auf dem Pferd, wenn man dann das Instrument so seitlich am Pferderücken oder an sich, an seinem Bein wegstreckt, dass es dann besser zu spielen ist als ein Oboe, wo
also ein Thai-Oboe, ein Tenor-Oboe, der auch ebenso in F steht wie die, Obra Caccia. Das könnte man ja dann gar nicht spielen. Wobei da eben kein Beweis gibt, dass das zum Jagen gebraucht worden ist. Es ist ja auch nicht in dem Sinne ein lautes Instrument, wo ich denke, ein Horn, das man kennt vom Jagen, das hat ja dann gerade mit dem Schaltrichter nach oben ausgerichtet auch eine entsprechende Klangentwicklung. Im Rezitativ rufen wach kommt nach einer so einer lyrischen Linienführung von Blockflöten und Oboe da Caccia, wo man jetzt da findet in dem ruhigen, liegenden, wohltuenden und vertrauenswürdigen Klangbett. Das wird ja später durch die gleiche Besetzung interessanterweise bei der Matthäus-Passion völlig umgedreht auf den Kopf gestellt, sozusagen. Also was da so die Milde zum Ausdruck bringt mit den langen Tönen, das ist bei der Garten Gethsemane-Geschichte. Die Aufruhr, die Wut, die Verzweiflung, die ist dort ganz anders gehalten. Von dem her kann man eigentlich nicht sagen, was schnell einmal die Meinung ist von, oder die Frage wird schnell aufgeworfen, ja, für was wird denn Oboe d'Amore am liebsten eingesetzt oder für was wird Oboe am liebsten eingesetzt oder eben Obra da Caccia. Es ist also interessanterweise ganz unterschiedlich und ein bisschen pragmatisch, wie der Johann Sebastian Bach das handhabt.